große Spielleistung Edelweiß. Hat nochmal abgebrochen. Thank you.
deine Bremer-Schützen ganz herzlich für das Jahr, wo sie die Standarte würdevoll getragen hat. Und ich freue mich, wenn Sanche Verdinos wäre, dass bei den nächsten beiden Schützenfesten ebenfalls so würdevoll lacht. Gratuliere zu dem tollen Schießergebnis. Ja, ich habe euch gesagt, ich stehe auch. Herzlichen Dank. Und ich würde die Lehrerschützen bitten, sich hier rechts unten auch wieder aufzustellen. So, dann kommen wir zu San Sebastiano Stillon. San Sebastiano Stillon hat die Jungschützenstandarte erreicht. Ja. Darf ich den drei Stilloner Schützen nach hier vorne bitte? Das macht jetzt unser Jungschützenmeister, der übergibt die Jugendstandarte an die Dillonerschützen. Bei den Star-Jugendschützinnen möchte ich mich ebenso herzlich bedanken für das Jahr des Standartentragens. Mädels, das habt ihr toll gemacht. Ich habe euch schon bewundert bei eurem Jubiläum, aber auch bei den letzten Schützenfesten. Ein herzliches Dank an St. Joseph Stahl und ein herzliches Glück auch an St. Sebastiano Stillon. Ja, dann darf die Bühne wieder verlassen. Ich darf euch bitten, hier links neben der Treppe ausgehört zu gehen. Der herzliche Gratschuss. Ja, dann kommen wir zum Fahnenschwenken. Er hatte ja heute leider nur einen Fahnenschwenker, der hat aber nichtsdestotrotz super gemacht. Ich bin stolz drauf und freue mich immer wieder, wenn in unseren Bruderschaften ein Fahnenschwenker die Arbeit, das Training, das ist ja nicht so einfach. Man kommt ja hier ins Feld und wirft da eben die Fahne hoch. Also ich habe da hohen Respekt vor. Arne, darf ich dich mal auf die Bühne bitten? Einen großen Applaus für Arne Hübener Straße. Der Junge hat 16 Jahre alt. Richtig? 16? Da habe ich doch welche. 14 Jahre alt. Guckt euch mal an. Arne, du bist Schütze. Wo ist die Bühne, Junge? Da hinten. Du bekommst natürlich heute unseren Ehrenpreis. Den zweiten Preis, wer hat denn die Fahnen stehen schon? Ja, das ist doch richtig. Ja. Da haben Philosophen Priester auch eine Konjunktur, das ist doch richtig. Guck mal, die rechte Seite, da die linke hängt schon vor. Du bist das gut. Du bist ja von dem Schätzchen. Dankeschön, Arne. Großen Applaus für Arne Rudi. Ich kann dir noch nicht aussprechen. Wir kommen zu den Ergebnissen im Schießen. Wer ist einer von euch, hat die Kiste mit Schießen. Die Ehrenpreise und die Preise im Schießen werden ja immer eine Woche vor dem Schützenfest der jeweiligen ausrichtenden Bruderschaft ausgeschossen. Das war letzten Samstag hier in Harvard. Da hatten wir gute Beteiligung und Den dritten Preis erreichte St. Joseph Hasselbach im Schießen. Applaus
Den zweiten Preis errang San Severinus Rehr im Kader. Ein Vertreter von San Severinus Rehr, bitte auf die Bühne. Der zweite Preis für San Severinus Rehr. Der erste Preis geht an Sankt Hubertus Süßersee. Sankt Hubertus Süßersee, da ist er. Münster, mein Freund. Du hast ja auch mitgeschossen, Mann. Da darfst du mir auch den Preis abholen. Gratuliere. Wo ist denn der erste Preis, der die Nummer hat? Und er hat also mal so zu umhängen. Jetzt bist du. Und der Ehrenpreis und damit auch den Dekanatswanderpokal erreichte St. Sebastianus Dürr. Und der Ehrenpreis von der Königin.